Am Vormittag des 20. März 2015 wird es über dem Nordatlantik eine totale Sonnenfinsternis geben. Befindet man sich in Mitteleuropa, wird diese nur teilweise zu sehen sein. In Göttingen zum Beispiel lässt sich eine partielle Sonnenfinsternis ab 9.34 Uhr beobachten. Es müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden, damit man dieses seltene Ereignis beobachten kann. Erstens, es muss Neumond sein. Nur in dieser Mondphase befindet sich der Mond zwischen Sonne und Erde. Zweitens, Erde, Sonne und Mond müssen zusätzlich so zueinander stehen, dass sie genau auf einer Linie liegen. Das passiert nur alle 173 Tage für wenige Stunden in einem räumlich begrenzten Bereich. Drittens, man muss sich am richtigen Ort befinden. Der Mond ist nicht groß genug, um die ganze Erde zu beschatten. Eine totale Sonnenfinsternis ist daher nur im Kernschatten zu beobachten. Erfüllt man alle drei Voraussetzungen, lässt sich ein spannendes Naturphänomen beobachten. Außerhalb des sogenannten Kernschattens nimmt man eine Sonnenfinsternis als partielle Sonnenfinsternis wahr. Je weiter man von der Laufbahn des Kernschattens entfernt ist, desto geringer ist der maximale Bedeckungsgrad der Sonne. Bei der Sonnenfinsternis am 20. März beginnt die Laufbahn des Kernschattens im Nordatlantik und endet nahe des Nordpols. In Deutschland sind je nach Standort 65-83% der Sonne verdeckt. Steht der Betrachter zum Beispiel am Blauen Turm in Göttingen, so sind ziemlich genau 75,8% der Sonne verdunkelt. Diese maximale Bedeckung wird um etwa 10.42 Uhr erreicht. Der Betrachter nimmt diesen Zustand aber nicht wie bei einer totalen Sonnenfinsternis als Dunkelheit wahr. Vergleichbar sind die Lichtverhältnisse eher mit denen eines stark bewölkten Himmels. Wer dieses Spektakel am Himmel beobachten möchte, hat Glück. Es werden Freitagvormittag nur wenig Wolken erwartet. Ein Blick an den Himmel lohnt sich, denn die nächste partielle Sonnenfinsternis in Deutschland findet erst 2050 mit maximal 76% Bedeckung statt. Eine totale Sonnenfinsternis ist erst 2081 wieder zu beobachten. Dabei sollte man allerdings immer einen geeigneten Augenschutz tragen.